Ein herzliches Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ja, wir sind wieder einmal im Kaiserfeld zu einem Gespräch und wie Sie wissen, sind wir ja in der Themenwahl immer sehr wandlungsfähig und demnach haben wir auch heute einen Gast im Café Kaiserfeld. Mit diesem Gast spreche ich über ein Thema, das alle irgendwie interessiert, das viele als Konfrontation auffassen und manche als letzte Hoffnung oder sozusagen als Strohhalm. Es handelt sich um die Wahrsagung, um Astrologie und so weiter. Ich darf mich sehr freuen, Sie gnädige Frau, Frau Susanne Czernsitz, weil das ist schwer auszusprechen, aber wir wissen jetzt, wie es heißt. Was ist denn eigentlich der Beweggrund, dass man sich einem solchen Beruf verschreibt? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich war sehr jung noch und bin vor einer schweren Operation gestanden. Ich war in Gastein Skifahren und neben mir ist eine Dame gelegen. Und wir sind ins Plaudern gekommen und es hat sich herausgestellt, dass sie Astrologin ist. Und sie hat mir dann mein Horoskop gemacht. Sie ist dann eine Freundin von mir geworden. Und es hat mich wahnsinnig geärgert, dass sie mir immer vorausgesagt hat, was kommt. Und ich habe eigentlich immer dagegen gearbeitet, aber es ist genauso gekommen. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich mal schauen, was da dahinter ist. Und habe angefangen, Astrologie zu lernen. Und so ist aus einem Interesse ein Beruf geworden. Jetzt Hand aufs Herz, Frau Czernsitz. Wie viel Wahrheit oder Unwahrheit steckt denn eigentlich in der Wahrsagung? Naja, das Wort hat ja schon das Wort Wahrheit drinnen. Also seriöse Wahrsager sind auch sehr gut in ihren Prognosen. Die haben viel gelernt und da ist sehr viel Wahrheit dahinter. Es gibt natürlich wie in jeder Branche schwarze Schafe, die Menschen nur ausnutzen und mit der Angst der Menschen arbeiten. Aber wenn jemand seriös ist, dann ist sehr viel Wahrheit dahinter. Interessant ist ja eines, dass man sich ja auch einmal das Klientel vorstellen muss. Wer geht denn zur Wahrsagerin, zum Wahrsager? Zumeist sind es oder waren es Frauen, die eine unglückliche Ehe führen, die wissen wollen, ob ihr Mann ihnen untreu ist und die auf das große Geld warten. Wie viel Psychologie gehört denn von Ihnen dazu, um herauszufinden, was braucht denn der jetzt an Informationen? Naja, Fingerspitzengefühl und Feingefühl gehört schon dazu, aber das Klientel hat sich sehr geändert. Also es sind nicht mehr so viele Frauen mit Beziehungsproblemen oder finanziellen Problemen. Es sind in den letzten paar Jahren also die meisten beruflichen Themen aufgetaucht. Sehr viele kommen Gott sei Dank wegen Kinderhoroskopen sich erkundigen, wo man Kinder fördern kann, wo man in die Erziehung eingreifen kann, wie man lenken kann besser. Und sehr viele Männer kommen auch in letzter Zeit. Also das hat sich immer mehr verändert und das Thema Partnerschaft drückt in den Hintergrund und desto mehr die Wirtschaftskrise aktiv ist, desto mehr berufliche Fragen kommen eigentlich in meine Beratung. Was muss man denn da erlernen? Was kann man lernen? Kann das jeder? Im Prinzip kann es jeder lernen. Also ich habe eine astrologische Schule, in der ich Astrologen ausbilde. Ich lerne selber seit über 20 Jahren und bin sicherlich nicht ausgelernt. Astrologie ist eine Wissenschaft, die es seit Tausenden von Jahren gibt. Schon Könige, Kaiser haben ihre Astrologen gehabt. Es ist leider Gottes sehr in Verruf geraten, weil die breite Masse Astrologie als etwas vollkommen Falsches, etwas Falsches versteht und sehr viele Menschen nur Geld damit machen. Das ist das Problem heutzutage. Geld damit machen. Ich komme dann nochmal zur Astrologie zurück. Das Kartenaufschlagen. Etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass man Karten aufschlagt und dem daraus aus dem Karten lesen sagen kann, wie es um ihn steht oder was ihn zu erwarten hat. Also ich kann Kartenlegen auch. Ich habe vor circa 5 Jahren Kartenlegen gelernt, rein aus Interesse, was da dahinter steckt, weil ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Es ist das Kartenlegen, muss man sich vorstellen, es ist ein Ist-Zustand der Seele. Man mischt die Karten, man legt es auf und diese Karten werden gedeutet. Aber das ist ein Ist-Zustand, der sehr viel mit der täglichen Verfassung zu tun hat. Also geht es mir gut, werde ich mein Kartenbild gut mischen, schön aufschlagen, geht es mir ganz schlecht, wird Schlechtling. Das ist bei der Astrologie nicht möglich, weil die Astrologie arbeitet mit Geburtszeit, Geburtsort und Geburtsdatum. Das heißt, dieses Horoskop gilt für das ganze Leben. Da sind unsere Stärken und unsere Schwächen abgebildet. Und dann kann man eben Zeit in das Horoskop bringen, wo eben zeitliche Auslösungen herauszulesen sind. Also wenn Sie jetzt zu mir kommen wegen einem beruflichen Thema oder wegen Partnerschaft, was auch immer, dann kann man eben schauen, wie geht das weiter, was kann ich an mir ändern, dass das positiv weitergeht. Noch einmal zum Kartenaufschlagen. Es ist jetzt sehr provokant, was ich sage, aber Sie werden sicherlich eine schlüssige Antwort darauf haben. Kann man sagen, je höher die Gage, umso günstiger die Voraussage?
Na, hoffentlich ist das nicht so. Es gibt schon sehr viele, die sehr viel verlangen und nichts ist dahinter. Das gibt es einfach. Aber das ist schwer, da jetzt Was muss jemand machen, wenn er sagt, ich will wissen, was mit mir im Jahr 2011 passiert? Ja, dann muss er zu einem Astrologen gehen, sein Geburtshoroskop erstellen lassen und schauen, was in diesem Jahr 2011 an Angelegenheiten zum Lernen sind, wo ich mithelfen kann, dass etwas positiv gelingt, wo ich mich vielleicht zurückhalten muss, ob das ein günstiger Zeitpunkt ist, um etwas zu investieren. Ich habe ja auch sehr viele Geschäftsleute, die zu mir kommen. Soll ich diese Firma sanieren, soll ich sie abstoßen? Also das kann man ja alles machen. Und da kann man einfach schauen, wann der günstigste Zeitpunkt für was ist. Jetzt muss man sagen, wenn jemand jetzt kommt und etwas wissen will, dann will er ja wahrscheinlich zunächst einmal hören, dass es ihm sehr gut gehen wird. Und wie ist denn das? Glauben die Leute auch an negative Voraussagen oder wollen sie nur die positiven wahrnehmen? Natürlich wollen sie nur die positiven. Es geht natürlich manchmal nicht, wenn man sagt, es ist einfach jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um Beruf zu wechseln, um ein Haus zu bauen, um irgendetwas zu investieren. Die negativen Aussagen, mit denen muss man auch leben können. Es arbeiten leider sehr viele Wahrsager, wenn wir schon bei dem Wort bleiben, auch mit der Angst der Menschen. Und da kommen dann negative Sachen, negative Antworten und dann heißt es nur, dann schauen wir in einem Jahr noch einmal, dann kommen sie wieder. Also wenn man auf so wem kommt, sollte man gleich wieder gehen. Was halten Sie denn davon, von diesem täglichen Horoskop mit den Zeitungen, wo in der Früh die Leute aufschlagen, zuerst lesen sie die Todesanzeigen und dann kommt vielleicht das Fernsehprogramm und dann kommt schon das Horoskop. Das kann doch nur Scharlatanerie sein. Naja, Scharlatanerie hat gesagt, es ist ein Unterhaltungsmedium. Es ist einfach... Ja, aber ist es nicht gefährlich? Ich meine, Leute, die klammern sich ja an etwas. Der schlägt die Zeitung auf und sagt, Herr Gott sei Dank, heute ist das und das oder heute geht es mir gut oder meine Frau bedrückt mich heute nicht. Also ich hoffe, dass die Leute sich nur das Positive herausholen und das Negative negieren. Es ist so, das ist wirklich nur ein Unterhaltungsmedium. Ja, wie entsteht denn so etwas überhaupt? Der das verfasst, ja. Der Autor oder die Autorin, ja. Muss ja irgendwo etwas von irgendwo hernehmen, um sowas schreiben zu können. Wir haben 10 Planeten in der Astrologie und diese Unterhaltungsmedien arbeiten einfach nur mit der Sonne und die schauen einfach, steht die Sonne an diesem Tag im Quadrat zum Mond vom Widder oder vom Stier oder vom Zwilling. Das kann man schon machen, aber es ist einfach es kann nicht für alle Widder das Gleiche stimmen und für alle Stiere. Also da muss das individuelle Horoskop berechnet werden. Es ist einfach ein Unterhaltungsmedium. Kann man es vergleichen mit dem Mandelkalender, dem Bauernkalender? Ja, aber da steckt, glaube ich, mehr dahinter wie in dem täglichen Horoskop, weil das ist zumindest weiß ein ich, also am Mittwoch den 8. Oder am Sonntag den 12. regnet es. Und das ist Wetterprognose. Manchmal stimmt es nicht. Jetzt, wie gehen Sie da vor? Das heißt, nehmen wir den Fall X an, es kommt jetzt jemand zu Ihnen und sagt, ich will eigentlich wissen, was wird mit mir geschehen. Was wollen denn die Leute eigentlich wissen in der Astrologie? Wie es um ihren Charakter bestellt ist oder was wollen sie eigentlich erfahren? Kann da jemand kommen und sagen, bitte, ich möchte von dem Herrn so oder so oder von der Frau so und so ein Horoskop haben. Ich möchte wissen, was hat dieser Mensch für einen Charakter? Kann man das herauslesen? Das kann man herauslesen, aber der muss den Menschen schon genau kennen, weil er braucht die Geburtszeit dazu. Und ohne genaue Geburtszeit kann kein Geburtshoroskop erstellt werden. Das heißt, es muss schon eine intime Beziehung bestehen, dass ich zu der Geburtszeit eines Menschen rankommt. Also nachvollziehbar braucht man ja nur beim Standesamt nachfragen. Nein, da gibt es keine Auskunft. Nein. So. Nur wenn man die Zahl der Geburtsurkunde hat, kann man beim zuständigen Standesamt anrufen, wo das ausgestellt wurde. Sonst kommt man nicht zu einer Geburtszeit dazu. Ist das ein gutgehendes Geschäft? Leben Sie gut davon? Ich lebe recht gut davon und es ist dann ein gutgehendes Geschäft, wenn man seriös ist und sich eine Basis aufbauen kann und Menschen immer wieder kommen und es ist sehr viel Mundpropaganda. Und wenn jemand zufrieden ist, dann kommt er wieder zu mir und die anderen, wo die Menschen unzufrieden sind, die werden niemanden weiterempfehlen und die werden auch nicht davon leben können. Und wie gehen Sie jetzt vor sich? Was berechnen Sie, was errechnen Sie, was müssen Sie von demjenigen wissen? Ich brauche Geburtszeit, Geburtsort und Geburtsdatum. Kostet denn so eine Sitzung? Bei mir kostet eine Sitzung 110 Euro. Wie gefährlich ist es denn vor allem bei Voraussagen von Krankheiten?
Das ist ja doch an und für sich sehr gefährlich. Wenn man jetzt jemandem sagt, lieber Freund, du hast Krebs oder du bekommst Krebs, machen Sie sowas überhaupt? Nein, das ist verboten. Das ist also gegen die Ehre. Also ich bin Branchenbeauftragter von der Steiermark für alle Astrologen und bin auch Vorstandsmitglied im Österreichischen Astrologenverband. Und wir haben auch Ethikrichtlinien festgelegt. Und ich kämpfe wie ein Löwe darum, dass die Astrologie nicht mehr ein freies Gewerbe ist, sondern dass man nachweisen muss, wo man eine Ausbildung gemacht hat, wie viele Stunden, weil dann passiert sowas gar nicht. Bei wem macht man so eine Ausbildung? Bei mir zum Beispiel. Und wo haben Sie sie gemacht? Ich habe in Gastein gelernt, in Wien gelernt, in Baden gelernt, also in verschiedensten Schulen habe ich gelernt. Und Astrologen sind nie ausgelernt. Also wie weit muss man denn da in die Wissenschaft vordringen, um Astrologie betreiben zu können? Man muss das Interesse zum Forschen haben. Nur in der Oberfläche darf man nicht hängen bleiben, weil sonst könnte man sich ein fertiges Computerprogramm kaufen, am Knopf drücken und dann spuckt es auch das Ergebnis aus. Also man muss forschen, man muss wirklich nachvollziehen können. Also wenn mit Freunden sich hinsetzen, die Familienhoroskope nehmen, man muss wirklich viel arbeiten. Wirklich viel arbeiten, bis man dorthin kommt, dass man sagt, ich kann jemand anderen beraten. Was halten Sie denn von sogenannten Ritualen? Gibt es ja auch. Da wird, also in Deutschland ist das gang und gäbe, da gibt es Institute, da kann man hingehen und da kann man sozusagen jetzt mittels irgendeiner Ferndiagnose oder was feststellen, wie schaut denn das aus? Ist dieser Mann noch für mich zu haben oder nicht? Oder werde ich diese Beziehung aufrechterhalten? Und da müssen Ritualsitzungen abgehalten werden. Ist das nicht schon Hexerei? Das ist nicht mein Thema, da müssen Sie jemand anderen einladen. Das ist für mich indiskutabel. Indiskutabel, warum? Weil ich es nicht seriös finde. Das ist wieder Geldmacherei. Wie groß muss denn Ihr schauspielerisches Talent sein, damit der Partner oder der zu Ihnen kommt, nicht merkt, dass da etwas Böses drinnen steht in diesem Horoskop und Sie es aber ihm nicht sagen wollen? Aber am Gesichtsausdruck merkt man ja einem Menschen an, was da drin stehen kann. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Man muss mit sehr viel Fingerspitzengefühl darauf hinweisen, dass es schwieriger werden könnte, dass eine Zeit kommt, wo man einfach das und das zu lernen hat. Dann kann man ja besprechen, wie man mit dieser Situation umgeht. Und wenn man dem Klienten sagt, diese Zeitspanne dauert aber nicht sehr lange, und desto besser man damit umgehen lernt, desto schneller ist dieses Thema vorbei. Wir haben alle ohne Astrologie Probleme in unserem Leben, manchmal die daherkommen, wo wir durchspazieren müssen. Manchmal kommen schon Menschen, denen es wirklich sehr schlecht geht. Da ist dann oft das Wichtigste zu sagen, bitte, es dauert nicht mehr lange, Sie haben es schon geschafft. Wir sind schon im Ausklingen von dem Problem, wir können noch das und das machen. Also da muss man manchmal wirklich mit Fingerspitzengefühl jemanden aufbauen. Besteht da nicht die Gefahr, wenn Sie sagen, wir sind da durch dieses Tal, es geht wieder bergauf, dass er sagt, wunderbar, es geht bergauf, ich lehne mich zurück, es wird schon werden. Ja, wenn es mir so schlecht geht, sagt er das einfach nicht, ich lehne mich zurück und mache nichts. Der will einfach weg von dem Thema und der weiß ja selber, der kommt, weil er ein Problem hat und weil er sich erhofft, mit mir das gemeinsam erarbeiten zu können, was er machen kann, dass das Ganze zu einem positiven Ende kommt. Es soll immer das Positive am Schluss stehen. Haben Sie schon ein bisschen so geforscht, was sich im nächsten Jahr so global tun wird? Ja, und ich habe überlegt, in welchem Land ich gerne leben würde, aber ich bin nicht wirklich auf ein Land gekommen, wo ich gerne leben würde im nächsten Jahr. Das wäre? Also, vielleicht noch die Schweiz, glaube ich, aber ansonsten nicht wirklich wo. Also von der EU her gibt es immer mehr Probleme mit Sicherheit. Also es gibt ja Welthoroskop, wo man eben die mundanen Sachen ablesen kann. Und also die Hochblüte ist jetzt einmal vorbei. Und wenn die Leute, es ist schön, wenn sie glauben, dass die Wirtschaftskrise vorbei ist, ist es aber nicht so. Also es muss jeder noch etwas sparen, es muss jeder reduzieren. Und wenn man freiwillig reduziert, ist dann auch wieder leichter, nicht? Da müssen ja die Politiker enorme Wahrsager sein oder Kartenaufschlager, weil die sagen ja im nächsten Jahr, also wir sind noch nicht durch. Das ist ja nicht jetzt unbedingt ein Privileg der Astrologie. Ja, aber die Politiker ist auch die Frage, ob man das Wahre sagen darf. Das ist eine andere Frage, gnädige Frau. Würden Sie jemanden empfehlen, diesen Job anzugehen, oder wollen wir sagen, diesen Beruf anzugehen, Job ist vielleicht ein bisschen zu oberflächlich, wer sollte es nicht tun? Jemand, der mit Menschen nicht umgehen kann und kein Herz für Menschen hat und der nur Geld machen will, der soll nicht damit anfangen.
Aber verdienen muss man ja dabei, man muss ja leben davon. Verdienen muss man, aber man muss trotzdem seriös verdienen. Man darf trotzdem nicht mit der Angst der Menschen arbeiten. Ich habe schon oft Klienten gehabt, die zu mir kommen, sind wirklich heulend, weil der andere gesagt hat, in 4 Jahren stirbt der Mann, da passiert das, da passiert das. Aber wir machen etwas dagegen, das sind diese Rituale auch, die Sie teilweise angesprochen haben. Und das ist also ganz was Schlimmes. Das gibt es außer der Astrologie, die Sie betreiben, dem Kartenaufschlagen, das Sie betreiben, noch irgendeinen, ich sage es jetzt bitte nicht böse sein, ja, noch ein Hokuspokus, wo man noch etwas erfahren kann? Für mich nicht. Für mich nicht, für andere schon. Andere sagen, ich gehe zu jemandem, der gendelt und mit Engeln spricht, der zweite geht. Da das mit den Engeln ist ja eine eigene Sache. Das ist aber nicht mein Thema, ja. Wenn ich denke, die Elfriede Ott ist ja nun bestimmt eine sehr gescheite Frau und eine sehr erfahrene Frau, die schwört auf die Engel. Die sagt, die gibt's. Das ist ihr Glaube und das ist gut so und das hilft dir. Ich persönlich. Sage nein. Na, ich bin am Boden zu Hause, ich bin sehr realistisch trotz meiner Astrologie und für mich ist es eben die Astrologie. Gnädige Frau, ich danke, dass Sie gekommen sind. Sie haben uns doch sehr viel sagen können. Vielleicht nicht alles sagen wollen, aber Sie haben uns sehr viel gesagt. Und ich danke Ihnen und ich wünsche es Ihnen und vor allem Ihren Klienten, dass das Gute, das Sie voraussagen, auch eintreffen möge. Dankeschön. Dankeschön. Danke.